Hi Leute, wir stehen jetzt hier in der Sonne und zwar mit dem Samsung Galaxy Tab 2 7.0 und jetzt wollen wir mal schauen, wie sich das Gerät denn so in der direkten Sonne macht. Die haben die Helligkeit auf höchste Stufe gestellt. Ich sehe jetzt gerade nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber es ist so. Schauen wir mal, was wir denn hier so machen können. Wenn wir mal die Kontakte ansehen, das Ganze ist sehr hell gehalten, können wir trotzdem noch was erkennen, lesen und auch damit arbeiten. Genauso sieht es auch mit dem S-Planner aus. Man erkennt wirklich sehr, sehr viel und man kann damit wirklich problemlos arbeiten. Man sieht, die Sonne strahlt jetzt hier wirklich direkt ein und man kann trotzdem noch was erkennen. Könnte natürlich daran liegen, dass das Display wirklich groß ist. Und ja, wenn wir jetzt mal in den Browser gehen, kann man auch hier sehen, dass man damit noch arbeiten kann. Books. Phones.de. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier wirklich drauf rüberkommt, aber man kann wirklich noch was erkennen und damit arbeiten. Ansonsten können wir uns noch kurz ein paar Bilder anschauen. Beispielsweise machen wir uns jetzt mal einen Screen mit Bildern. Und zwar mit den Hintergrundbildern beispielsweise. Hier dürfte man was erkennen. Homebildschirm. Nehmen wir uns mal ein anderes oder ein anders farbiges Bild. Wie das hier beispielsweise. Und jetzt kommt die Sonne nochmal direkt raus und trotzdem kann man damit wirklich noch arbeiten. Das Ganze ist wirklich machbar. Wenn wir jetzt aber mal zur dunkelsten Helligkeitsstufe wechseln, sieht das Ganze so aus und man erkennt eigentlich nur noch einen Spiegel. Also sinnvoll damit arbeiten. Ich öffne mal den Browser gerade. Ich denke, ihr seht, dass das nicht wirklich machbar ist. Ich muss jetzt auch so ein bisschen raten, wo die Tasten sind. Also mit wirklich Konzentration und genau hingucken, könnte man was sehen, aber arbeiten macht da wirklich nicht so viel Sinn. Und auch wenn wir hier mal ein anderes Hintergrundbild noch nehmen, ja, also wirklich erkennen ist leider nicht drin. Wie gesagt, wenn man das Ganze aber auf der höchsten Helligkeitsstufe hat, dann könnte man wirklich damit auch in der Sonne arbeiten. So viel von mir. Ciao.